Hallo liebe Freunde, danke, dass Sie dabei sind. Heute ist der 17. Juli 2024. Ich bin heute wieder im Dorf Ust-Kuda bei Irkutsk unterwegs. Das ist mein zweiter Besuch. Ich machte heute das zweite Video von diesem Dorf. Auf dem Kanal gibt es schon ein Video davon. Ich war hier etwa vor 2 Wochen. Damals ging ich durch die Hauptstraße des Dorfes. Aber diesmal will ich einen anderen Weg gehen. Eine Bekanntin von mir lebt in diesem Dorf und sie hat mir empfohlen, durch eine andere Straße zu gehen, an der Kirche vorbei. Ja, deswegen bin ich auf den Gedanken gekommen, nochmal hierher zu kommen und gehe heute durch eine Dorfstraße und zeige Ihnen einen alten Teil des Dorfes, wo die alten Holzhäuser stehen. Außerdem sehen Sie die Dorfkirche, die hier auch steht, und danach möchte ich zum Ufer gehen. Ja, wir haben heute wieder heiße Temperaturen und bei so schönem heißem Wetter will ich in der Stadt nicht mehr bleiben. Ich möchte lieber am Ufer in der Sonne liegen. Also bleiben Sie bitte dran. Ich zeige Ihnen das Dorf Ust-Kuda von der anderen Seite. Bis später. Los geht's. Ja, liebe Freunde, mein heutiger Spaziergang durch das Dorf Ust-Kuda beginnt bei der Kirche, die hier steht. Die ist so mittelgroß. Die Tür ist zu. Ja, sie ist nicht jeden Tag offen, nur Mittwoch, Samstag und Sonntag steht geschrieben. Aber die Kirche sieht nett aus, ja, so. Jetzt gehe ich weiter durch diese Dorfstraße. Schauen wir uns zusammen an, welche Häuser hier herumstehen, was hier überhaupt los ist. Die Bekannte von mir hat mir gesagt, das wäre der ältere Teil des Dorfes. Ja, bin gespannt, was wir hier heute sehen können. Das erste Video von diesem Dorf ist bei Ihnen gut angekommen. Ich schließe daraus die Schlussfolgerung, dass das Dorfleben in Russland ein Interesse bei Ihnen findet. Bei Gelegenheit will ich öfter zu den russischen Dörfern fahren. Das klappt leider nicht immer. So, ein nettes Häuschen, rot gefärbt. Ja, ich habe kein Auto und ich kann nur diejenigen Dörfer erreichen, wo der Bus hinpendelt. Dieses Dorf ist mit dem Bus leicht zu erreichen. Fast jede Stunde pendeln die Busse bis hierher. Und die Fahrt kostet 95 Rubel. Also mir passt das. Diese Straße heißt Muchanova. Letztes Mal habe ich auf der Immobilienseite angeschaut, wie teuer die Häuser hier sind. Die Preise schwanken zwischen 40.000 und 60.000 Euro. In Rubel ist das zwischen 4 und 6 Millionen Rubel für ein Holzhaus mit Grundstück. Ja, interessant. Hier gibt es sogar einen Kinderspielplatz.
Ja, ich gehe noch ein kleines Stück weiter und dann drehe ich mich um und gehe zurück zum Flussufer. Möchte heute lieber am Ufer in der Sonne liegen, möchte mich sonnen. Ja, eine nette Seitenstraße. Der Sommer in Sibirien ist leider zu kurz. Ab Mitte August wird es spürbar, dass der Herbst bald vor der Tür steht. Also muss man jeden Tag ausnutzen, um sich in der Natur zu entspannen. Dann kommt der Herbst und danach der Winter. Ein großer Vorteil dieses Dorfes, meiner Meinung nach, besteht darin, dass es nicht weit von Irkutsk liegt. Mit dem Bus oder mit dem Auto dauert die Fahrt etwa eine halbe Stunde, wenn es keine Staus gibt. Mit dem Bus dauert es ein bisschen länger. Noch ein interessantes Holzhaus mit schönen Fenstern. Als Rentner kann man hier ziemlich gut leben, wenn man nicht jeden Tag in die Stadt braucht. Auf dem Weg zum Flussufer gibt es hier so eine kleine Brücke. Noch eine Straße, ich gehe jetzt da durch. Mal schauen, welche Häuser hier stehen. Ich bin hier zum ersten Mal, kenne mich hier nicht aus. Aber ich kann jemand fragen, wenn ich mich verlaufen bin. Kein Problem. Ja, hier stehen verschiedene Häuser. Sowohl alte als auch neue. Für jeden Geldbeutel kann man hier was finden. Interessant. Auf dem Weg zum Dorf habe ich mindestens drei Geschäfte gesehen hier auf der Hauptstraße, in denen werden die Haushaltswaren sowie die Lebensmittel verkauft. Also mit dem Einkaufen gibt es gar kein Problem hier. Man braucht in die Stadt jeden Tag überhaupt nicht. Man kann hier alles vor Ort kaufen, was man so im Alltag braucht. Ich sehe hier im Dorf auch teure Häuser aus Ziegel. Vermutlich haben die Stadteinwohner hier Grundstücke aufgekauft und dann bauen hier große Häuser. Das ist nicht mein Geschmack, ehrlich gesagt. Irgendwo da drüben muss der Fluss verlaufen. Ein nettes, modernes Häuschen gefällt mir viel besser.
Ja, liebe Freunde, ich muss ehrlich sagen, ich habe bis zum Fluss nicht geschafft. Ich habe mir genau auf der Karte angeschaut, wo der Fluss liegt. Und das ist zu weit bis dahin, wenn man zu Fuß geht. Man muss entweder mit Motorrad oder mit Auto bis dahin fahren. Ich habe zwei Jungs mit Motorrad fahren gesehen. Also macht keinen Sinn. Sonst verliere ich viel Zeit. Ich muss heute noch in die Stadt zurück. Ich gehe jetzt allmählich bis zur Bushaltestelle zurück. Weiß nicht genau, wann er ankommt, aber macht nichts. Die Busse pendeln oft. Ich warte einfach auf den Bus und zwischendurch drehe noch was. Ja, das ist der Weg bis zur Endbusstation. Ich stehe jetzt hier an der Bushaltestelle und daneben befindet sich ein Lebensmittelgeschäft. Das ist sehr praktisch. Wenn man etwas zum Essen braucht, kann man hier alles vor Ort aufkaufen. Interessanterweise befindet sich hier bei der Bushaltestelle auch noch eine Gedenkstätte, gewidmet den gefallenen Soldaten im Zweiten Weltkrieg. Interessant. Ja, ich gehe noch ein kleines Stück durch diese Straße. Dort war ich noch nicht. Ich habe sowieso noch ein bisschen Zeit frei. Also nichts Besonderes kann man hier sehen. Dieses Dorf hinterlässt bei mir ein gemischtes Gefühl. Hier stehen moderne sowie alte Häuser. Das Dorf ist nicht so gemütlich, wie ich damit gerechnet habe. Es gibt gemütlichere Dörfer. Ja, ehrlich gesagt habe ich noch nicht viel gesehen von dem Dorf, aber trotzdem kann ich schon ein bisschen beurteilen. Das ist mein zweiter Besuch. Ja, ich habe meinen Bus verpasst, muss jetzt auf den nächsten warten. Der kommt erst in 40 Minuten. Um keine Zeit zu verlieren, beschloss ich noch einmal, durch die Hauptdorfstraße zu gehen. Gezeigt habe ich schon in meinem ersten Video. Ja, ich gehe jetzt ein kleines Stück zurück. Wenn Sie mein erstes Video von diesem Dorf nicht gesehen haben, dann können Sie jetzt diese Hauptdorfstraße anschauen und dann bekommen Sie eine volle Vorstellung, wie das Dorf Ust-Kuda bei Irkutsk aussieht. Wie gesagt, finde ich dieses Dorf nicht so gemütlich. Das ist nur meine Meinung, wie ich es empfinde. Hier muss man lieber ein Auto besitzen. Dann ist man mehr flexibel. Man kann jederzeit in die Stadt. So ist es. Gehe noch ein kleines Stück nach vorne und dann warte auf der nächsten Bushaltestelle auf meinen Bus. Auf meinem Weg sehe ich zwei Pferde. Das ist jetzt eine große Seltenheit, auch in Dörfern. Wenn man in diesem Dorf doch lebt, dann lieber abseits der Hauptstraße. Zu viele Autos fahren dadurch hin und her. Es herrscht viel Lärm, also kein Spaß. Ja, ich sehe hier großen Kinderspielplatz. Finde nicht schlecht. Die Kinder können hier spielen. Ja, nichts Besonderes sehe ich in diesem Dorf. Interessanterweise gibt es hier im Dorf sogar eine Fußgängerzone. Man kann hier abends bummeln, auf der Bank sitzen.
Auf der anderen Seite befinden sich einige Geschäfte mit Haushaltswaren und Lebensmitteln. Ich denke mal, ich bleibe jetzt hier sitzen und sonne mich ein bisschen, bis der Bus gekommen ist. Das war's mit dem Besuch im Dorf Ust-Kuda bei Irkutsk. Hoffentlich hat Ihnen dieses Video gut gefallen. Drittes Mal will ich ihn nicht fahren. Ich versuche, die anderen Dörfer in der Umgebung aufzusuchen, die wirklich besuchenswert sind. Und ich bitte Sie, meinen Telegram-Kanal zu abonnieren. Der Link ist unten unter diesem Video zu finden. In diesem Telegram-Kanal veröffentliche ich kurze Videos und die Bilder aus meinem Alltagsleben, die ich auf YouTube nicht veröffentlichen kann. Danke, dass Sie die Zeit gefunden haben, dieses Video bis zum Ende anzuschauen. Ich wünsche Ihnen alles Gute im Alltag. Ich hoffe, wir sehen uns bald in den neuen Videos wieder. Bis dann, liebe Freunde. Tschüss.